da bist du ja direkt. Hallo. Schönen guten Tag. Die Frage wegen dem, wegen der Sheriffsposition. Neon Johann, der Kopf hinter der Kopfgeldzeitung, die bald herauskommt, wollte Interviews führen mit den Sheriffskandidaten. Und dementsprechend wollte ich dich fragen, ob du da dabei wärst, einige Fragen zu beantworten und quasi zu interviewt werden. Wir haben auch momentan nur einen anderen Anfechter. Einer, der, hier, wie heißt denn die Familie dort hinten? Diese Gang? Mafia? Greift mir auf die Sprünge? Die Krügers, genau, ja, richtig. Von denen wollte sich einer als Sheriff aufstellen. Ja, dementsprechend ist das schon mal ganz gut, dann richte ich das Neon Johann aus. Komm mal mit. Jo. Wollte kleine Stadtkarte machen. Boah, Boss. Ich glaube, wir haben sogar genügend Leder für die anderen Item-Frames. Die könnte man dort dann direkt hinlegen. Redstone? Hab ich auch. Kann ich dir geben. Oh, Thilos Kirche ist ja auch schon am Bauen. Wie viel Redstone brauchst du? Ja, ein Redstone für einen Kompass und... Ja, das ist ja ganz schön den werden reichen. Ja. Wirklich, Hentai hat sich schon wirklich am ersten Tag hat er sich einfach schon ausgeschieden von der Gruppe und lebt einfach ein Leben alleine irgendwo 1000 Blöcke am Arsch der Welt. Ja, also ich lebe echt schön, ich weit weg. 5 bis 10 Minuten laufen und dann bist du da. Für mich halt ungefähr 15 Minuten. Ja, aber das liegt auch nur daran, dass du kein Gehirn hast. Nein! So, was? Herr Niedrigfront? Ich brauche wieder was zu essen. Ich habe wirklich Essensprobleme, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie gibt es aber also grundsätzliche Essensprobleme in der Stadt. Irgendein Vibe hat das schon auch. Ich habe jetzt Eier geschnorrt irgendwie. Boss? Ich schnorre mich durchs ganze Projekt ein bisschen. Ich habe wirklich noch nichts eigentlich. Ich habe keine Dia-Rüstung. Ich laufe die ganze Zeit nackt durch die Gegend. Wir haben eine Kirche, da kann Gott sich niederlassen. Ja, die habe ich hingepflastert. Ich bin immer noch der Meinung, dass das irgendwann gibt es ein Backup. Dann zünde ich die an. Ja, es war schon von Anfang an klar, dass das Hentai den ganzen Laden abfackelt. Ich wollte dich auch von Anfang an davon abhalten, die aus Holz zu machen, weil jetzt wird es erst recht geschehen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also ich werde in seinen Ehren definitiv eine Kirche aufbauen. Das ist mein Ziel. Jesus, komm raus! Nee, Gott meine ich, sorry. Hallo. Also mir geht es tatsächlich auch ein bisschen auf den Sack, dass ich immer noch diese Fabrik baue. Ich habe so Bock, mich ans Rathaus zu setzen, aber der Platz, wo ich das eigentlich bauen wollte, reicht einfach nicht. Du musst dich eigentlich auch um deine eigene Butze eigentlich Ich hab erstens das Fabrikgebäude, zweitens habe ich eine scheiß Kutsche, wo ich mich reinlegen kann. Das passt schon. Stimmt. Weiß irgendwer, wer hinter Hans wohnt, hinter Hans seinem Haus? Ich glaube, das ist seins. Ja, okay. Weil das muss ich mir wirklich in Anspruch nehmen für das Rathaus. Was hast du vor? Riesiges Rathaus. Also, das muss schon majestätisch sein. Momentan habe ich das noch da angeordnet, wo dieses schwarze Brett ist. Aber, also das reicht nicht. Ultra geil. Mega ultra geil. Turbo geil. Alter, Onkel kann gar nicht mehr reden, ey. Er verspricht sich 20 Mal. Was ist da los? Onkel hat Schlaganfall. Ich habe vorhin einen Schlaganfall mitbekommen. Du hast dich 20 Mal versprochen. Enten gesagt, Hühner, das und das, das und das. Habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Boah. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee. Ja, ich glaube, dann ist es ein schwieriges Ding gewesen. Die müssen wir ja erstmal ein bisschen aufzüchten. Ja, gut. Würde sich jetzt, glaube ich, noch nicht... Also irgendwas passiert hier. So viele Leute erscheinen plötzlich auf meinem Filmgebäude. Also wirklich obendrauf gehen die mit einem Wassereimer hier hoch. Ich muss ganz kurz aus dem raus. Was passiert hier auf meinem Filmgebäude? Ich brauche dich ganz kurz. Ja, okay. Warte mal, G. Oh, mit dem Slap. Ah, hast du eine Ahnung, wie es mit Interviews aussieht? Ob wir da... Ich habe beide gefragt. Catterfox wäre schon dabei und der andere hat noch nicht geantwortet. Aber Catterfox meinte ich, dann kommst du auf ihn zu, wenn du halt Interviewtermin festlegen willst. Also ja, wenn ich ihn mal online sehe, dann würde ich ihn mal fragen. Nenn ihn Garfield. Willst du ein Namensschild? Oh. Ich habe ein Namensschild. Hallo, Ed. Ich bin Katzenbesitzer jetzt. Boss. Ich glaube, wir nennen sie jetzt Garfield oder sowas. Ich brauche einen Namen, Hit. Namen. Gib Namen jetzt. Jetzt. Boah, Garfield. Dann nennen wir den Scheiß Borat oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, Mann. Herbert? Ist auch ein harter Name. Ist auch das. Herbert geht ultra hart. Ich nenne die Katze Herbert. Wo geht's denn hier wieder runter? Ich bin hier gerade hochgekommen. Ja, Leiter? Water Energy. Boah, ich hab ein richtiges Pappmaul. Ich hab geschissen. Ich hab 5 Herzen verloren. Ich möchte Content für dich createn. Was kann ich Cooles tun? Ich raub dich aus. Ein OnlyFans. OnlyFans, Minecraft-OnlyFans. Hallo, Tilo, Milo will OnlyFans machen irgendwie. Ja! Hilf, hallo! Ja, ich hab gerade eine geklaut. Okay. Hey, wo bist du? Du Level! Hit. Bist du bei dir zu Hause? Nö, ich bin gerade hier.
Ich oh, bin gerade hier. Gut. Okay. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Äußerung sagen soll. Juan schaut sich gerade meine Zeitungsdruckmaschine an und ist irgendwie sehr ungläubig. Ich glaube, ich muss ihm sie nochmal vorführen. Er nickt mit dem Kopf. Oh, Freunde, grüße euch. Hallo, habe ich gar nicht gesehen. Freunde, ihr fragt euch mit Sicherheit, was das hier zu suchen hat. Das ist die Lemoyne Corporation Zeitungsdruckmaschine. Denn Neon Joa, mit dem wir jetzt schon über Jahre hinweg zusammenarbeiten, möchte hier in dieser Stadt eine Zeitung schreiben, die sogenannte Kopfgeldzeitung. Nur leider hat er dafür nicht die nötigen liquiden Mittel, weswegen wir als Lemoyne Corporation ihn bei seinem Vorhaben unterstützen. Will jetzt einer von euch meine Bar beeindrucken, angucken? Sehr, sehr wahr. Ich bin... Meine Freunde, hallo? Ich lade euch auch auf einen Wein eurer Wahl ein. Ja, in dem Fall kann man ja nicht ablehnen, ne? Hallo! Gebt mir mal ganz kurz eine Sekunde. Roleplay Face on. Gib mir alles, was du hast! Doch, zum Boden hier sehr schön. Die Liste ganz kurz nochmal aufzählen. Kirschwein, oh. Apfelwein, Noirwein, Rotwein und ja, das war's. Noirwein? Das hab ich bin kein guter Franzose, tut mir sehr leid. Den guten Noir. So, Herr Niedrig, in dem Fall zum Wohle. An die Titte, an den Sack. Nee. Zack, zack. Hände. Zack, zack. Zack, zack. Ich geb dir die Flasche mal zurück, der gute Checkpoint erscheint hier auch. Ja. Mit der Waffe bedroht! Hallo. Er hat dich mit der Waffe bedroht! Ich habe gesehen, ja. Sie haben schon wieder Herrn Kutscher hier mit einer Waffe bedroht. Was ist da los? Was? Wann? Gerade eben! Wer geht da mit? Bist du das? Was ist denn das? Der Esser mit dem Pferd? Als wäre das hier so ein Carbeat auf meinem Fabrikdach. Wirklich. Warum ist er nie? Ich nehme den Skelettpferd. Wie heißt das? Ja. Heißt das Among Us? Ach, Rodolphus. Ach du liebes Bisschen. Rodolphus. Ich dachte. Ich brauche gleich ganz kurz einen zum Testen für den Creeperwein. Wie, du machst du das eben? Ich mach kurz. Was denn? Fertig. Ich hab nicht zugehört. Ich komm kurz mit dem Pferd rein. Warte, Hit, willst du auch? Oh, hallo. Der Creeper! Ich trink doch nicht den Creeper rein! Ich will den so gern trinken. Tilo, trink den. Ich trink den nicht. Ja. What the fuck? No. So, Tauben. Männer, ich muss mal ganz kurz aufbrechen. Ich werde zum Voice-Chat eingeladen. Folgendes ist ganz wichtig. Ich habe ja einen Brief erhalten. Ja, von wem? Weiß nicht, ist tatsächlich anonym. In dem erzählt wurde, dass Dedmin und du einen geheimen Keller haben. In dem Menschen misshandelt werden. Tatsächlich ist der Fall, dass bei Paprika Pepe das auch so ist anscheinend. Jetzt ist es natürlich so, dass ich das ganz klar in die Zeitung schreiben muss. Also wenn ich das nicht reinschreiben würde und das kommt raus und dann kommt raus, dass ich es bei Paprika Pepe reingeschrieben habe. Aber bei euch nicht, ist natürlich auch direkt fragwürdig. Aber ich will dich jetzt mal vorwarnen, weil du natürlich am Ende des Tages seid ja der Sponsor der Zeitung. Boah, das ist nicht mal ein Hint, wer das war? Nein, es ist wirklich einfach nur ein Buch. Im Endeffekt werde ich in der Zeitung dazu auffordern, dass sich die, also alle genannten Personen, in dem Fall ihr beide und Paprika Pepe, sich dazu äußern sollen. Deswegen würde ich dir jetzt schon mal hier sozusagen die Möglichkeit geben, dass du damit mit mir ein Statement oder so ausarbeitest oder irgendwie vielleicht die Kondition oder so verbesserst nochmal oder sowas. Ja. Ah, Lebdin. Ah, hallo. Ja. Schönen guten Tag. Komm doch mal hoch. Es gibt eine Sache zu besprechen. Es gibt Neuigkeiten. Ja. Ich habe tatsächlich mit Gohan gesprochen. Es gibt Neuigkeiten wegen der Zeitung. Er ist relativ weit fertig. Die kommt ja auch morgen raus. Ich helfe ihm da, auszutragen. Allerdings hat ihn ein anonymer Leserbrief erreicht. Irgendeiner ist uns auf den Spuren, was das angeht. Uns hat es nicht alleine getroffen. Auch Checkpoint ist auch davon betroffen. Er hat auch Villager schlecht gehalten. Das Problem ist, wir dürfen uns nicht so einen Rückschlag erlauben. Wir sind jetzt noch relativ am Anfang. Nee. Und das wäre schlechte News für uns und für die Firma. Wir müssen den Ruf hier bewahren. Wir müssen das ganz eigentlich beibehalten. Richtig. Gleichzeitig hat mir auch Gohan gesagt, er muss diese News reinschreiben, sowohl von Checkpoint als auch von uns. Denn wenn er das jetzt nur von Checkpoint reinschreibt, könnten Gerüchte um Gohan kursieren. Und du weißt ja, wir brauchen Gohan als Bürgermeister. Wenn Gerüchte über ihn kursieren, dann ist das schlecht. Dann steht das seinen Bürgermeisterpositionen im Wege. Müssen wir gucken, wie wir das schnell irgendwie gefixt bekommen, dass unsere vielleicht irgendwie ein gutes Eigenheim haben oder so. Ich glaube, der beste Weg wäre, das irgendwie zu vertuschen. Und zwar besser als Checkpoint. Es geht ja vor allem darum, unser Ruf wird dann nicht geschädigt. Richtig. Und wir können den Ruf unseres Rivalen zusätzlich schädigen, indem wir gucken, vielleicht schieben wir denn noch irgendwas unter. Checkpoint meinst du?
Ja. Willst du eventuell das Eigenheim der Villager übernehmen? Willst du dich da dran setzen? Ich habe da eine Idee. Wir haben neben unserem Gebäude noch, ist noch genug Platz. Ich könnte da einfach ein kleines Häuschen für die errichten, wo die in einer Art WG leben könnten. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre toll, dann würde es denen auch gut gehen. Und dann versuchen wir das so gut wie möglich zu vertuschen, diese ganze Sache. Das Rathaus wird gebaut von uns. Ich meine, wir stehen hinter der Zeitung. Das verschafft uns schon mal einen relativ guten Ruf. Die Bürgermeisterwahl auch an der Stelle. Die Bürgermeisterwahl, die übernehmen wir dann auch. Ja. Hier wird auch noch sehr, sehr wichtig. Da müssen wir noch Vorkehrungen treffen. Aber bis jetzt gibt es keinen anderen Kandidaten, was relativ gut ist. Gohan muss Bürgermeister werden. Das wäre für uns unfassbar wichtig. Die ganze Stellung. Nun gut, dann haben wir das auf Ganze. Auf an die Arbeit. Ne? Dann auf an die Arbeit.